Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier aus Vancouver, der wunderschönen Stadt am Pazifik in Kanada. Wir sind auf der Vancouver Resource Conference. Nachdem ich jetzt alle Interviews auf Englisch gemacht habe, habe ich doch endlich mal einen gefunden, der bereit ist, ein Deutsch mit Interview zu geben. Der endlich. Oliver, der Oliver Groß aus München, Ihnen bestens bekannt von diversen Sendungen. Und ja, Chefredakteur vom Rohstoffanleger, natürlich ein ausgewiesener Experte und Kenner der Materie. Und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm jetzt ja über diese Konferenz reden kann und was sonst an den Märkten sagt. Ebenfalls. Olli, ich danke dir vielmals. Natürlich. Die Konferenz, wie fandest du die soweit bisher? Ja, es war wesentlich besser als erwartet. Jetzt ja, im Zuge des vierjährigen Bärenmarktes, das wir hier haben. Und jedes Jahr gibt es ja quasi weniger Companies hier, Aussteller, als auch Companies, die wirklich aktiv sind, weil einfach Kapitalnot groß ist und ohne Geld geht einfach ja nichts. Das ist deutlich klar, kleiner, ne? Hier, wir haben auf jeden Fall letztes Jahr locker 30% weniger. Ja, sicher. Aber so war es erwartet. Qualität ist, glaube ich, nicht schlecht, gell? Doch, ja. Es ist quasi wie Last Man Standing. Also es sind die Firmen noch da, die überhaupt noch was machen können, ja, die Geld haben, die investieren können. Und auch viele, die noch Projekte haben, die funktionieren. Aber der Kreis ist ziemlich klein geworden bei den Metallpreisen, was ja logisch ist. Was für Themen sind dir hier jetzt speziell aufgefallen? Also ist es, sage ich jetzt mal, mehr ein bisschen erneuerbare Energien? Ihr habt schon gesehen, Altera Power von Rossbiti ist da als Beispiel, eine der Firmen wenigstens. Oder ist es Kupfer oder mehr Gold, Silber? Was ist dir so ein bisschen auf der Messe aufgefallen? Ja, ist natürlich klar, dass im Zuge des extremen Bärenmarktes die Leute sich nach anderen Sachen umschauen. Aber nach wie vor ist Gold natürlich die Number One, ja, was logisch ist. 70% der Explorationsaufwendungen weltweit wandern in den Goldsektor. Und dort wird einfach immer noch das meiste investiert. Und der Reiz ist immer noch am größten, quasi den Goldfunden nachzujagen. Das ist ungebremst weiter der Fall. Ja. Was ich ja hochspannend fand, wir waren ja witzigerweise zusammen beim Brent Cook in der Präsentation. Ja. Drin, ja? Ja. Und ja, das Angebot an sich, jetzt gerade im Goldbereich, es nimmt ja dramatisch ab mittlerweile. Absolut. Immer mehr Minen zu. Ja, muss ich vorstellen, Anfang des Jahrtausends, als der große Goldbullenmarkt losgegangen ist, da haben wir weniger als 500 Millionen gehabt, weltweit in der Exploration. Das ging dann bis auf 3,5 Milliarden nach oben 2011. 3,5 Milliarden wurden pro Jahr investiert in die Goldexploration. Aber es wurden immer weniger neue Goldentdeckungen gemacht. Ja. Jetzt haben wir quasi Rekordstände der Explorationsaufwendungen gesehen, aber es kommt immer weniger raus. Bedeutet, dass die Anzahl der ökonomischen Discoveries, das ist das Entscheidende, es wurden zig Millionen Goldunzen gefunden. Nur was bringt das, wenn man dort kein Geld verdienen kann oder einen Goldpreis von 2000 US-Dollar braucht? Das ist unmöglich, das ist völlig nützlos, ja, ja. Das stimmt allerdings, das ist richtig. Wenn du jetzt sagen müsstest, du hättest die Chance, ein bisschen in die Kristallkugel zu schauen, eventuell, was nimmst du von hier mit? Was ist so dein Gefühl? Also man hat ja so das Gefühl, es sind ja viele depressiv, ja? Ja, ja. Aber das war auch erwartet. Ja, Budgets hat es keine. Viele leere Flächen auch, wie gerade hier zum Beispiel bei uns, ja, ums Eck. Ja. Aber was ist dein Gefühl? Glaubst du, wir haben dieses Jahr, ziehen wir den Boden ein in diesen Markt oder wird es noch schlimmer? Also ich denke, wir werden zwei Klassen bekommen. Also ein paar Unternehmen werden weiter gut voranschreiten, relativ marktunabhängig, weil sie einfach über so starke Projekte verfügen, die auch in diesem Markt funktionieren. Wie zum Beispiel in der Caminar Gold, Netheradian Resources, Netrocks Gold und Red Eagle Mining. Die kommen bei einem Goldpreis von 1000 US-Dollar auch sehr gut zurecht. Die werden weiter vorankommen, aber ich denke, es wird noch ein bisschen weiter dauern, bis auch die anderen Projekte wieder ziehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir im zweiten Halbjahr 2016 einen Boden bei Gold und bei den Edelmetallen erreichen. Okay. Und dann haben wir ja eine extreme Hebelwirkung. Jetzt lassen wir den Goldpreis auf 1200, 1300, 1500 gehen. Das sind kurz mal 40%. Ja. Und dann geht es richtig ab. Das haben wir zu oft gesehen. Wäre uns zu wünschen. Ja. Also ich kann jedem empfehlen, der in diesen Bereich investiert ist, weiter ganz großen Fokus auf Qualität zu legen. Ja. Qualität im Management, ja. Qualität auf der Bilanz. Projektseite wahrscheinlich auch. Und auf, ne, der Projektseite, das, ja, ist das Entscheidende. Es sind ja doch einige größere Firmen auch hier, Produzenten, ja, so eine, ja, McEwen Mining als Beispiel oder als, ja, großer Developer, eine Mag Silver ist hier. Absolut. Wo würdest du jetzt sagen, das würde ich meinen Lesern oder Anlegern empfehlen? Was ist so das, ich meine, wir machen hier keine Anlageberatung, aber natürlich, wo würdest du sagen, was ist denn jetzt wirklich attraktiv, was du, ja, von der Messe hier mitnimmst? Wo du sagst, Mensch, also da zu dem Preis, das wäre ein Schnäppchen. Also die Risiken im Junior Mining Sektor, wissen wir alle, sind extrem hoch. Also ich kann jedem wirklich empfehlen, so eine Art Basket zu erstellen. Das sind 5 bis 10 Werte und dort wahrscheinlich 7 bis 8 Werte, die Projekte haben, die in diesem Markt funktionieren. A la Max selber. Auch Produzenten wie eine Gold Corp, aber auch Royalty Companies, wie eine Franco-Nevada, Neo Cisco und eine Zero Wheaton.
Ja, Falco Resources heute mit Falco Resources, 6,6 Millionen. Bombastische News, auf jeden Fall. Ist ja irre. Ja. Und dann natürlich auch ein paar Werte reinnehmen, die quasi eine extreme Hebelwirkung haben. Wie jetzt zum Beispiel der Endeavor Silver. Ja. Oder auch eine mega interessante Turnaround-Spekulation gerade ist in der Timmins Gold für mich. Wenn sie es denn schaffen, hoffentlich, ja, wäre schön. Absolut. Ja, ich denke, so ein guter Mix aus Werten muss ich ja anschauen. Die Werte, die in diesem Markt gut zurechtkommen, die sind ja weit lange nicht so stark gefallen. Ja, das stimmt. Aber viele Werte sind um 80%, 90%, 95% gefallen und man kann auf jeden Fall dieses Jahr wieder mal auf Schnäppchenjagd gehen. Ja, ich meine, kann ich auf jeden Fall sagen. Das und Endeavor Silver beim $1,60, ich meine, das Wahnsinn. Ist ja wie Sommer- und Winterschluss verkauft zusammen. Ja, das sind jetzt 90% vom Hoch, oder? Verloren. Ja, ja. Und die Firma steht schon da. Ja, Bilanz ist in Ordnung, die sind weiter auf Wachstumskurs, genau. Management ist committed, also ja. Na denn, super. Dann hoffen wir, dass es so vorwärts geht und dass es so kommt, wie du sagst. Auch in meinem Sinne, ehrlich gesagt. Wir bleiben weiter dabei. Also so jetzt aufgeben aus. Nach 4,5 Jahren Bärenmarkt, das kommt nicht in Frage. Kommt nicht in die Tüte. Überhaupt nicht. Überhaupt super, nicht. Dann gehen wir zum Bier trinken. Ganz auf jeden Fall. Olli, haben wir es auch verdient. Also, Olli, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, Oliver Groß, Chefredakteur vom Rohstoffanleger. Nun, Sie haben es gehört, es ist nicht einfach hier. Es sind viele leere Standflächen natürlich. Die Messe ist geschrumpft, aber die Qualität ist hier. Ich könnte auch wirklich tolle Interviews führen mit tollen Unternehmen, bedeutenden Persönlichkeiten auch hier. Es ist wirklich trotzdem alles da, was Rang und Namen hat. Und der Oliver hat es richtig gesagt, es gibt so tolle Werte, die jetzt völlig am Boden liegen. Und da lohnt es sich natürlich auch mal wirklich, sich umzuschauen und zuzuschauen. Von dem her, wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Sie merken, das Deutsch ist noch schwierig, wir reden ja nur noch Englisch. Und lassen Sie es sich gut gehen. Alles Liebe und Gute aus Vancouver. Tschüss!